Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Müller zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte ja eigentlich anfangen damit, dass auch ein Erfolg des 9-Euro-Tickets ist, dass wir uns hier relativ einig sind, nicht über den linken Antrag, aber mit Herrn Eckert mal. So einig war ich mir lange nicht, aber dafür haben Sie 2 Minuten zu lange geredet. Da hat es dann nicht mehr funktioniert. Ja, genau. Aber wir reden hier diese Woche, ich glaube, 3-mal über das Thema ÖPNV. Und ich finde, das ist ein, oder ja, 5-mal, 3 Setzpunkte, Schieneninfrastruktur und Woche 5-mal sogar noch mehr, also ein noch größerer Erfolg, dass wir uns darüber austauschen, was wir für Vorstellungen haben. Wir haben die Enquete-Kommission. Also alles wunderbar. Alles wunderbar. Aber ich wollte ja mit dem linken Antrag anfangen, weil die Debatten ändern sich ja auch ein bisschen. Also erst einmal fand ich natürlich die Leidenschaft, mit der Herr Gernke den Setzpunkt vorgetragen hat, erstaunlich. So viel Engagement für den ÖPNV, das wünsche ich mir von Ihnen immer. Das hat er nicht verstanden, aber ist egal. Die Überschrift. Ich war doch da, ich habe jetzt auf Emotionen gewartet, aber ja, alles gut. Dann hat mich die Überschrift ein bisschen gewundert. Freie Fahrt für freie Bürgerinnen, auch wenn Sie etwas anderes damit hinterhergeschoben haben für das 9-Euro-Ticket, ist es aber doch ein Framing von den Freien Demokraten, damals noch FDP, freie Fahrt für freie Bürger und kein Tempolimit. Und das hat sich ja in den Köpfen festgesetzt. Und deswegen nur ein kleiner Tipp am Rande, würde ich vielleicht ein anderes Framing benutzen. Dann, ja. Ich habe auch verstanden, dass es ein Witz war, aber trotzdem ist das Framing doch, wenn man etwas anderes will, nicht in Ordnung. Egal, aber da ich ja 10 Minuten und noch einmal 10 Minuten habe, da Herr Gernke ja immer noch nicht verstanden hat, wie die Verteilung der Verantwortung in diesem Land ist, obwohl der Verkehrsminister bei jeder kleinen Anfrage davor schreibt, wie der ÖPNV in Hessen organisiert ist, wollte ich Sie auch noch einmal auf den § 5 des Hessischen ÖPNV-Gesetzes hinweisen, Aufgabenträger. Aufgabenträger sind die Landkreise, Kreisverbände und die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern. Sie nehmen die Aufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Die Aufgabenträger stellen ein und so weiter, können Sie ja selber nachlesen. Aber es ist natürlich ja nicht so, dass wir keine Verantwortung übernehmen, sondern wir geben ja das Geld. Was wir an zusätzlichen Wünschen haben, bezahlen wir auch zusätzlich, nämlich das SchülerInnen-Ticket. Seniorentickets haben wir gestern schon einmal alles diskutiert. Und in diesem Jahr 156 Millionen € eigene Landesmittel. Das hat Ihnen der Minister gestern in der Fragestunde, in der Kleinen Anfrage und noch einmal mündlich vorgetragen. Aber Sie glauben es einfach nicht. Gut, kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Gut, dann würde ich jetzt gern weiterreden. Dann noch einmal ein Wort zu Ihrem Antrag, dass Sie die erste Klasse abschaffen wollen. Das hat mich auch gewundert. Zwar wollen die niedersächsischen Grünen das auch, aber die haben auch schon die entsprechende Reaktion darauf bekommen. Wenn ich doch die Wahlmöglichkeit haben möchte, dass jemand auch während des ÖPNV arbeiten will und im Moment das in der zweiten Klasse nicht geht, weil es so voll ist, dann ist die Forderung doch eher, die Bedingungen so zu schaffen wie überall in der ersten Klasse und nicht diejenigen auszuschließen, die jetzt den Vorteil von Bus und Bahn gegenüber Auto nutzen, nämlich dass ich den ganzen Weg über auch arbeiten kann. Und deswegen, ja, genau. Nein, deswegen ist es kontraproduktiv. Im Antrag steht, Sie wollen die erste Klasse abschaffen. Jetzt aber zum 9-Euro-Ticket. Wir fanden, das ist der größte Verkehrsversuch, der überhaupt jemals stattgefunden hat, aus dem wir ganz viel lernen können. Zum einen, von Hessen lernen heißt Siegen lernen. Wir haben diese Flatrate-Tickets eingeführt, und genau das ist ja das System. Ein Soda-Ticket zu haben, was sowieso da ist, und zu nutzen, statt das Soda-Auto, das 23 Stunden am Tag rumsteht und nur 1 Stunde am Tag genutzt wird. Und dann kommen die Leute auch irgendwann dazu, schaffen das Zweitauto ab oder das Erstauto dann sogar, weil sie das Ticket haben für einen günstigen, bezahlbaren Preis und dann auch nutzen. Und wir sind also, wir haben ja die Erfahrung des Landestickets. Das ist auch wissenschaftlich ausgewertet und begleitet worden. Es gibt durchaus Menschen, die das Auto abschaffen, weil sie jetzt das Landesticket haben. Die Erfahrung gibt uns recht. Ja.
Bus und Bahn. Ich will aber auch keine Zwiegespräche hier führen, sondern ich würde meine Rede jetzt zu Ende führen. Es ist noch nicht mal nett, mit Ihnen zu plaudern. Deswegen würde ich jetzt sagen, hören Sie mir einfach zu. Also, genau, das 9-Euro-Ticket war der größte Verkehrsversuch, der auch je stattgefunden habe. Und die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, können wir jetzt in der Entwicklung des Tickets auch verwenden. Erste Erkenntnisse gibt es ja schon. Es gibt tatsächlich Mitnahmeeffekte, aber es gibt auch Verlagerungseffekte, dass tatsächlich Menschen zum Pendeln den Bus und Bahn genutzt haben, den sie vorher nicht genutzt haben. CO2-Werte sind gesunken. Das ist gut für die Verkehrswende, fürs Klima und auch für jeden Autoverkehr, weil die dann mehr Platz auf der Straße haben. Also eine Win-Win-Situation für alle. Der Bund hat jetzt 1,5 Milliarden € angeboten. Das ist aber genau die Summe, die gerade mal die Erhöhung ist, die für die Regionalisierungsmittel gebraucht wird. Und die Regionalisierungsmittel brauchen wir hier, um die steigenden Energiekosten, die Personalkosten aufzufangen. Und wir brauchen zusätzlich noch einmal 1,5 Milliarden €, um den ÖPNV auszubauen, um der Nachfrage hinterherzukommen. Da können einmal 1,5 Milliarden € nicht reichen. Und welche Summe dann auf das Land zukommt, kann man erst am Ende der Beratung sehen, wenn die Arbeitsgruppe am 14. Oktober aus allen Verkehrsministern und Ministerinnen der Länder ein Ergebnis vorlegt. Und dann hat der Minister schon erklärt, und ich denke, der Finanzminister, mit dem ist das auch abgesprochen, dass wir dann auch das eigene Landesgeld in die Hand nehmen. Das haben wir bei den Corona-Hilfen so gemacht. Das waren 250 Millionen €. Die hat der Bund auch zugeschlossen. Und das werden wir auch dieses Mal machen und damit ein attraktives Angebot für alle Menschen in Hessen schaffen. Das ist dann ein Stück dann auch Entlastung, aber auch Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. Und Freibier für alle bringt uns damit weder mittelfristig noch langfristig weiter. Dann reden Sie ja immer davon, von den alternativen Finanzierungsmodellen. Herr Eckert hat es auch getan. Da reden aber alle auch schon ziemlich lange drüber. Und ich glaube, ohne die Säule Steuergeld, Fahrgeldeinnahmen und Zuschüsse wird es nicht funktionieren. Also Bundesgeld, Landesgeld und Fahrpreise. Weil alles, was man einführen kann, zum Beispiel die Arbeitgeberabgabe hat ja Herr Gernke ins Spiel gebracht. Die wird auch schon ewig diskutiert, weil das Frankreich macht. Frankreich hat aber ein ganz anderes Abgabensystem. Hier könnte jeder Arbeitgeber jetzt schon, wie das das Land Hessen auch macht, ein Jobticket einführen. Und dann hätten wir diese Frage schon erledigt. Machen ja auch ganz viele. Das Vorbild Landesticket hat ja dazu geführt, dass die Jobtickets im RMV und NVV weiter nach oben gegangen sind. Ja, aber mich überzeugt es nicht, dass Sie einen Weg finden, der über eine Zwangsabgabe läuft und funktioniert und auch rechtlich umsetzbar ist. Auch die Abgabe aller, das funktioniert beim Rundfunkbeitrag ja schon mal gerade so, wo auch immer wieder Klagen anstehen. Und es wird bei der ÖPNV-Abgabe, wenn Sie nicht ein gleiches Angebot flächendeckend haben, auch nicht finanzieren. Deswegen, wir wollen einen gut ausgebauten ÖPNV. Wir wollen ein bezahlbares Ticket. Wir wollen die Verkehrswende und mehr Klimaschutz. Deswegen drängen wir darauf, dass der Bund seinen Anteil leistet. Wir als Land werden diesen Anteil auch leisten. Und in 2035 ist die Mobilitätsstrategie, wie sie schon 2018 erstellt wurde, umgesetzt. Und wir haben mehr Lebensqualität in diesem Land. Dank Schwarz-Grün. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es sind gestern und heute Tage der Mobilitätsdiskussionen im Hessischen Landtag. Das begrüße ich außerordentlich. Manchmal wäre es vielleicht besser gewesen, manche Setzpunkte irgendwie zusammenzuführen. Aber das ist am Ende sozusagen freie Entscheidung der Fraktionen des Landtags. Also reden wir zweimal über das 9-Euro-Ticket. Und ich kann Ihnen sagen, ja, es war ein sehr großer Erfolg. Es ist sehr beliebt gewesen. Es hat zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beigetragen angesichts der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten. Und es war auch mobilitätspolitisch ein Erfolg. Es gab etliche Neukundinnen und Neukunden. So ungefähr jede fünfte Käuferin sagen
Untersuchungen waren Menschen, die vorher den ÖPNV nicht so genutzt haben. Manche waren aktivierte Kunden, die vorher mal gelegentlich gefahren sind und das dann öfter genutzt haben. Wir haben unterschiedliche Untersuchungen, die sagen, dass so zwischen 3 und 10% der Nutzerinnen und Nutzer diese Wege, die sie gemacht haben, vorher mit dem Auto zurückgelegt hätten. Das, muss ich sagen, war weniger, als wir eigentlich gedacht haben, aber immerhin. Und vieles hat ja auch mit Gewohnheiten zu tun. Und in 3 Monaten ändern Sie keine Gewohnheiten, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben. Deswegen ist das immerhin auch gut fürs Klima gewesen, wenn auch nicht so stark wie erhofft. Und dass das ein Erfolg war, hat uns in Hessen absolut nicht gewundert. Weil wir haben dieses Prinzip erfunden, 2017 mit dem Schülerticket, 2018 mit dem Landesticket, 2020 mit dem Seniorenticket. Wir haben dieses Prinzip des Flatrate-Tickets in Hessen erfunden. Und ich kann Ihnen sagen, da ich ja etliche Leute kenne, die diese Verhandlungen im Bund geführt haben, diese hessischen Erfahrungen haben auch in dieser Nacht, in der das 9-Euro-Ticket das Licht der Welt erblickt hat, in den Debatten des Koalitionsausschusses in Berlin durchaus eine Rolle gespielt. Aber das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir haben halt kein 9-Euro-Ticket in Hessen, wir haben ein 31-Euro-Ticket. Wenn Sie das Seniorenticket oder das Schülerticket im Monatsabo bestellen und es sich monatlich abbuchen lassen, kriegen Sie genau pro Monat 31 Euro abgebucht. Und das in einem Bereich, in dem es schon sozusagen sehr viele Käuferinnen und Käufer vorher gab, im Bereich der Schülerinnen und Schüler, wo auch die Kommunen weiter ihren Teil dazu beitragen, über diese Summe hinaus. Und in einem anderen Bereich, nämlich bei den über 65-Jährigen, die fast nie eine Zeitkarte besitzen und sehr oft ein Auto. Und insofern ist das in diesen Bereichen einfacher gewesen, umzusetzen als für alle. Weil am Ende ist völlig klar, es geht auch darum, wie wir öffentlichen Personennahverkehr insgesamt finanzieren. Diese Frage muss man halt auch beantworten. Und das 9-Euro-Ticket war natürlich für die öffentliche Hand sehr teuer. Es hat Pi mal Daumen im Monat 1 Milliarde gekostet, die durch Fahrgeldeinnahmen nicht mehr reinkamen und die sozusagen aus der Staatskasse ersetzt worden sind. Und deswegen ist klar, wir haben in diesen Bereichen auch noch eine zweite Frage zu beantworten, nämlich wie finanzieren wir das bestehende Angebot und wie sorgen wir dafür, dass das bestehende Angebot auch noch besser wird. Weil das hat ja das 9-Euro-Ticket auch gezeigt. In manchen Bereichen ist der ÖPNV wirklich an der Kapazitätsgrenze und in manch anderen Bereichen müssen wir das Angebot noch besser machen. Und deswegen sage ich Ihnen, ich bin sehr dafür, dass wir attraktive Ticketangebote anbieten. Das haben wir ja auch beim Schüler- und beim Seniorenticket gesehen. Das bringt auch viele Neukundinnen und Neukunden, die sich dann eine Monatskarte kaufen. Aber es ist halt nicht nur wichtig, einen billigen ÖPNV zu haben, sondern wir brauchen auch einen besseren ÖPNV. Und deswegen will ich Ihnen sagen, ein besserer ÖPNV ist sogar wichtiger als ein billiger ÖPNV. Und wenn wir beides hinkriegen, einen besseren ÖPNV auf der einen Seite und attraktive Ticketangebote, dann ist das Ziel erreicht. Dann ist das Ziel erreicht. Und da können Sie übrigens im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen nachlesen. Da haben wir ja reingeschrieben, dass wir ein Seniorenticket einführen wollen. Und wir haben auch reingeschrieben, Achtung, dass unsere langfristige Vision ein Bürgerticket für alle ist. Und wir arbeiten jetzt genau daran, so etwas nicht nur hessenweit, sondern sogar deutschlandweit hinzukriegen. Und das ist jede Anstrengung wert, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und deswegen will ich Ihnen sagen, ja, ich will Ihnen sagen, weil wir ja über die Finanzierung reden. Es wird oft gesagt, im ländlichen Raum ist das Angebot nicht gut genug. Ja, es muss im ländlichen Raum besser werden. Das stimmt. Allerdings, ich habe es gestern schon gezeigt, ich zeige es heute, wir haben auch in Hessen bisher die zweitbeste Erreichbarkeit der Flächenländer. Saarland 96,7, Hessen 96,6% der Bevölkerung, die einen Wohnort in Luftlinie maximal 600 Meter von einer Bushaltestelle oder 1200 Meter von einer Bahnhaltestelle haben. Herr Staatsminister, lassen Sie eine Zwischenfrage der Nein.
mindestens 20 Abfahrten am Tag stattfinden. Das heißt, die Anstrengung der letzten Jahre hat schon dazu geführt, dass das Angebot deutlich besser geworden ist. Und wir arbeiten daran, dass es weiter besser wird. Wir verhandeln ja momentan mit den Verkehrsverbünden über die Finanzierungsverträge der nächsten 2 Jahre. Und da ist auf jeden Fall auch beispielsweise das NVV-Projekt Jedes Dorf, jede Stunde Teil der Dinge, über die wir da verhandeln, wo wir über die Frage nachdenken, wie können wir dafür sorgen, dass das auch finanziert wird. Und deswegen, ich kann es Ihnen nicht ersparen, kommen wir zu den Finanzen. Es ist am Ende auch eine Frage der Finanzierung. Wir haben bisher eine Situation, dass wir, und das ist ein Rekord, in diesem Jahr erstmals überhaupt mehr als 1 Milliarde € an Zuschüssen an die Verkehrsverbünde in Hessen überweisen. Mehr als 1 Milliarde €, genau 1.002 Millionen. Davon sind 701 Millionen Regionalisierungsmittel, davon sind 153 Millionen originäre Landesmittel und davon sind 147 Millionen aus dem KFA, die ebenfalls aus dem Landeshaushalt kommen. Um das einmal im Vergleich Ihnen zu sagen, 2014, als ich ins Amt kam, waren die Gesamtüberweisungen des Landes an die Verbünde 662 Millionen Euro, davon 541 Millionen Regionalisierungsmittel. Das war 2014. Und da sehen Sie, was sich verändert. Da sehen Sie, was sich verändert hat. 2014 kamen 82% der Überweisungen aus Regionalisierungsmitteln vom Bund. Dieses Jahr sind es nur noch 70%. 2014 waren 0% originäre Landesmittel. Dieses Jahr sind es 15%. Und 2014 waren es 18% aus dem KFA, und dieses Jahr sind es 15%. Also Sie sehen, was passiert. Sozusagen, wir haben uns wirklich in den letzten Jahren sehr darum bemüht, dass wir sozusagen diesen Ausbau des Angebots finanzieren können. Aber der Bund ist nicht mitgegangen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und deswegen ist das nicht nur irgendwie so eine kleinkrämerische Haltung. Da sind sich übrigens alle Länder einig. Es sind einstimmige Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz über alle Farben hinweg. Von Frau Karawanski bis zu Herrn Bernsee, also von Linkspartei bis CSU, 16:0. Wir wollen, dass der Bund sich an diesen Gesamtkosten beteiligt, weil ansonsten noch nicht einmal das bestehende Angebot zu finanzieren ist, geschweige denn der Ausbau. Und deswegen haben wir diesen Montag in der Verkehrsministerkonferenz den einstimmigen Beschluss gefasst. Erstens. Wir sind bereit, jetzt in eine hochrangige Arbeitsgruppe mit dem Bund einzusteigen. Wir werden nächste Woche die erste Sitzung haben. Wir werden dort mit dem Spitzenbleistift rechnen. Was ist nötig, um den bestehenden Betrieb zu finanzieren? Was tun wir jetzt momentan in diesem und im nächsten Jahr, um die explodierenden Energiekosten, die natürlich auch für den ÖPNV ein großes Problem sind, für Busse und Bahnen ein großes Problem sind, zu decken? Ja, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wie muss am Ende eine Finanzierungsstruktur sein, um ein bundesweites Flatrate-Ticket dann auch zu welchem Preis anbieten zu können? Das müssen wir jetzt lösen, und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Wir haben Mitte Oktober, wenn dieser Landtag das nächste Mal tagt, Verkehrsministerkonferenz in Bremerhaven. Ich entschuldige mich jetzt schon einmal für Mittwoch und Donnerstag der nächsten Plenarwoche. Ja, nicht, dass Sie dann sagen, ich müsse hier bleiben, weil ich dann nicht das 9-Euro-Ticket Nachfolge auf der Verkehrsministerkonferenz verhandeln darf. Das sage ich schon einmal vorab. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das gut und gemeinsam hinkriegen, auch nächste Woche auf der Ministerpräsidentenkonferenz die Frage diskutiert wird, wie Bund und Länder das gemeinsam hinkriegen können, dass wir dann die Chance haben, ein Ticket zu einem attraktiven Preis zu bekommen. Der wird höher als 9 € sein, aber trotzdem noch attraktiv, wenn man es mit den jetzigen Preisen vergleicht, die aber gleichzeitig die Finanzierungsstruktur des ÖPNV so aufstellen, dass wir den jetzigen Betrieb und den Ausbau, den wir dringend brauchen, auch hinkriegen können. Das wird die große Aufgabe sein, und da lade ich Sie alle ein, mitzuarbeiten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir tun den Antrag Fraktion DIE LINKE, Drucksache 20
Drucksache 19/9140, den Dringlichen Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20/9201 und den Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 20/9216, zur weiteren Beratung in den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss überweisen, in den WVA. Ab diesem Tagesordnungspunkt darf ich für den restlichen Sitzungsverlauf Herrn Schalauske entschuldigen. Er lässt sich entschuldigen.